von Timo Werner. Fährmann draußen, der Pfiff von Bastian Dapp, natürlich gelb für Fährmann. Die Schwalbe von Timo Werner holt den dritten Elfmeter für Fährmann, nimmt hier noch den Arm weg. Der Schlingel Timo Werner lässt sich. Tut mir auch leid, dass es wirklich so nach Schwalbe aussieht. Schwalbe? Also. Ja. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Timo RB Leipzig Karrieremodus. Wir sind wieder am Start, heute mit der dritten Episode und es geht weiter, nachdem wir letzte Episode richtig gut reingekommen sind in die Saison mit einem Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim. Gibt es heute das Topspiel gegen Borussia Dortmund und das nach der Kontroverse gegen den Erzrivalen. Der Borussia gegen den FC Schalke 04, der geschundene Elfmeter von Timo Werner. Schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Was haltet ihr vor allem von den Hassbotschaften gegen Werner? Ich finde das komplett übertrieben, weil, sind wir mal ehrlich, das haben schon so viele vor ihm gemacht und so krass wird er nur geil, weil er bei RB spielt. Das ist ein bisschen übertrieben in meinen Augen. Trotzdem war es keine coole Aktion und so gesehen hat er sich selber eingebrockt. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich gerne, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auschecken. Links zu IG Vault 6% Rabatt mit dem Code Max Gaming TV und dazu mein Merchandise, Amazon Links und meine Social Media, Instagram und Twitter. Die solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Nebenbei bemerken möchte ich mich nochmal bedanken für die letzte Episode. Wieder über 1000 Likes. Absolut geil. Hat mich mega gefreut. Und wir haben über Transfers gesprochen, beziehungsweise über einen Sechser oder einen Innenverteidiger oder beides. Oder einen variablen Spieler. Und ihr habt ein paar vorgeschlagen und ich habe mir ein paar rausgesucht und ich zeige euch die einfach mal ganz kurz. Um sie zu scouten, wird es wohl nicht mehr reichen, aber nichtsdestotrotz haben wir Niklas Stark, Timothy Fosu Mensah, Johannes Geis, Oskar Lewicki und Florian Grilic, die für diese Position bei uns in Frage kommen. Grilic wäre die offensivste Variante. Lewicki ist ein oder Lewicki, wie auch immer ausgesprochen wird, vielleicht weiß es einer von euch, schreibt es mir in die Kommentare, ist ein Schwede, der bei Malmö spielt, was ich recht realistisch fände. Ist schon ein bisschen älter, ist also routinierter, was auch ganz cool wäre, weil er ja nur Backup wäre und nicht so ein Talent, das wir entwickeln müssen. Spielt beim gleichen Verein, wo Pierre-Emil Forsberg vorher gespielt hat. Dementsprechend Pierre-Emil? Emil Forsberg? Pierre-Emil? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Forsberg vorher gespielt hat. Und dementsprechend wäre das vielleicht ganz cool. Johannes Geis ein bisschen unrealistischer, vor allem sehr teuer. Timothy Fosu Mensah, sehr, sehr talentiert auf jeden Fall. Der Niederländer von Man United, aber leider Gottes auch sehr, sehr unrealistisch. Und Niklas Stark eventuell noch realistisch, aber auch in meinen Augen nicht der perfekte Sechser, weil er kein so wirklich Spielmacher ist. Und das ist Lewicki eher. Und dementsprechend habe ich meine Präferenz und wir fragen mal bei den Schweden an, was die für den haben wollen. Transfer Deadline Day und wir haben selbstverständlich bereits eine Antwort bekommen und zwar für die Anfrage von Lewicki. Und der wird wohl um die 5 Millionen kosten, das finde ich aber vollkommen in Ordnung, ehrlich gesagt. Wir gehen mal auf 3 runter und verhandeln mal ein bisschen mit Malmö. Dijon möchte sehr, sehr gerne Stefan Ilsanker haben und würde mir dafür auch all ihr Geld geben. Ich finde das immer so sympathisch, wenn ein Verein sagt, hier komm, wir geben dir alles. Aber weniger als 4,2 sollten es schon nicht sein, das sind 1,5 über Marktwert und das wäre schon angemessen, finde ich. Dijon hat leider abgelehnt, aber Malmö hat angenommen. 4 Millionen für Lewicki und damit holen wir unseren neuen Sechser bzw. 8. unseren Backup und den Kollegen von Pierre-Emil Forsberg nach Leipzig. Sehr cool. Und er hat auch direkt mal angenommen. 4 Jahre werden wir ihn zu uns in den Verein holen. Sehr, sehr cooler Transfer in meinen Augen, weil er auch recht realistisch ist. Die anderen haben mir auch gefallen. Lewicki aber irgendwie am besten. Ich mag ja allgemein Skandinavien, wie ihr eventuell wisst. Und dazu passt es halt irgendwie. Wir holen ihn von Malmö, da kommt Forsberg auch her. Er ist ein solider Sechser, aber kein so ein Talent, dass er spielen müsste, um ihn zu fördern. Das passt alles. Dazu 79 Potenzial und für die erste Saison in der Bundesliga noch realistisch. Wir können später immer noch richtig ausrasten. Özil geht zu Barcelona und Ober geht zu Chelsea. Das sind mal Sachen, die richtig krass sind. Fürth möchte Rani Kedira haben. Das ist an sich eine realistische Geschichte. Nur gib mir noch ein bisschen mehr. Solche Demel. Ja, anscheinend einfach nochmal verbessern. Nein. Okay, dann halt nicht. Harry Kane zu Man United. Was ist das denn für ein kranker letzter Tag? 243 Millionen schon. Das läuft ja richtig. Und eine Stunde vor Schluss können wir noch Idrissa Touré ausleihen, was sehr gut ist. Und zwar an Ika Start. Hoffen wir, dass er seine Karriere dadurch startet. So, und damit sind wir durch und wir haben obligatorisch unseren zurückgekehrten Scout, der uns einen Weltklasse-Spieler oder das Potenzial eines Weltklasse-Spielers mitgebracht hat. Gucken wir uns mal die Jugendmannschaft gleich an. Ich bin gespannt, was wir darin jetzt haben werden. Wir haben einen 17-jährigen Michele Esposito, einen Italiener, der ein 63er-Rating hat. Leider Gottes ZM ist, da wo wir uns gerade verstärkt haben, aber okay. Oha! 94 Tempo, der kann auch auf Außen spielen, da bin ich mir relativ sicher. 86 Ballkontrolle, 86 Flanken, 94 Fernschüsse, 85 Schusskraft. Junge, was ist denn mit dir falsch? Das ist meine Ansage, würde ich sagen. Und wir haben ein Upgrade bei Diego Demme. Jetzt bin ich total verwirrt, weil ich gerade wieder an Rashica
Ich weiß immer noch nicht. Muss mir nochmal angucken. Ich glaube Rashica oder so. Ganz komisch ausgesprochen. Wir haben Keita und den halt neu im Training und die fügen sich einigermaßen ein. Aber das Wichtigste ist, dass das Dämme gestiegen ist. Der erste richtige Kracher für uns in der neuen Saison in der Red Bull Arena. Borussia Dortmund ist zu Gast. Wir haben diesiges Wetter, aber irgendwie sieht es schon relativ dunkel aus hier in der Red Bull Arena, aka im Sanderson Park. Das Dach ist zu, daran liegt wahrscheinlich, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, aber gut, ich bin gespannt, wie es heute laufen wird gegen den BVB. So, wir sehen hier Ralf Hasenhüttl, aka Max MGT, aka ich weiß nicht wen, und wir haben natürlich einen Spieler im Fokus, das ist Yusuf Paulsen, letztes Spiel 2 Tore gemacht, und ich kann auch gleich schon mal ankündigen, an unserer Startelf hat sich gar nichts geändert, warum sollten wir auch, wir haben zwar Neuzugang mit Lewicki, aber das hat so gut funktioniert, da brauchen wir nichts ändern. Borussia Dortmund, Bürki, Piszczek, Ginter, Bender, Durm, Weigel, Dembele, Rode, Şahin, Schürrle und Ramos. Irgendwie recht schwach, ne? Okay, sie haben Ober abgegeben, aber das ist schwächer, als ich erwartet hätte. BVB spielt also mit einer B11, aber unterschätzen sollten sie uns nicht. Das hat vielleicht auch Hoffenheim getan und das hat denen ordentlich wehgetan. Wir werden hier natürlich alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das sieht doch hier direkt mal richtig, richtig gut aus. Ball zurück auf Timo Werner! Was wäre das für ein Start gewesen? Forsberg noch. Alter Schwede. Schürrle setzt sich außen sehr, sehr gut durch. Der Ball in der Mitte, das ist Weigel, aber der verliert den gegen Willi Orban. Sehr gut. Und jetzt die Kontergelegenheit vielleicht über Klostermann. Und wir wissen, wie schnell der ist. Letzte Woche ein Tor vorbereitet. Ja, bleib im Ballbesitz. Das ist jetzt Timo Werner. Werner auf Paulsen. Da wollte ich ja zu schnell rüberspielen auf Forsberg. Ah, das sieht schon wieder sehr gut aus. Boah, Werner mit viel zu viel Tempo gegen Bender. Sehr, sehr gut in den 16er. Timo Werner abgewehrt. Naby Keita. Ah, wir sind so dran. Bisher noch keine Chance für den BVB. Und wir sind so knapp davor, hier das 1:0 zu machen. Wieder ganz knapp vorbei hier. Ah, okay. Weit, aber egal. Klasse Tackling von Orban. Und jetzt die Gelegenheit über Naby Keita. Auf Werner. Ganz schwacher Pass. Ah, solche Chancen darfst du nicht liegen lassen. Ramos liegt da aber immer noch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Julian Weigel, was war das denn? Der zieht einfach mal ab aus über 30 Metern. Okay, sagen wir mal über 20 Metern. Und das Ding fliegt mit links mit seinem schwachen Fuß einfach rein. Wellenreuter kann nichts machen. Ach, FIFA, wie ich dich hasse. So gut gespielt, nichts zugelassen und dann so ein Ding. Wei, oh wei. So, wir haben zur Halbzeit einmal gewechselt. Dominik Kaiser geht runter, Diego Demme kommt rein. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spritzigkeit und jugendliche Energie. Ich bin gespannt. Oh, böses Foul da, kurz vorm 16er von Orban, aber der muss da machen. Ansonsten wäre Ramos frei zum Schuss gekommen. Was gibt's dafür? Es gibt Gelb, ist in Ordnung. Oh, abgefälscht, Wellenreuter, klasse Parade. Oh, wei, Weigel. Der ist gefährlich heute, das haben wir ja schon gesehen. Compea, die machen das ganz schlecht da, Weigel, und dann abgefälscht. Wahnsinn. Und jetzt die Gelegenheit über Forsberg, von dem wir noch nicht viel gesehen, aber jetzt der geniale Pass auf Timo Werner. Timo Werner auf dem Weg zum Tor gegen Roman Bürki. Macht er den, 1:1. 53. Minute, RB ist wieder da und wir machen den Ausgleich durch den Elfmeterschinder Timo Werner. Ihr wisst also, was im Titel stehen wird. Klasse Konter, gut gespielt von Forsberg und das macht da eiskalt. Geil, 1:1, weiter. Oh, Werner gewinnt das Kopfballduell. Jetzt spielen wir hier direkten Fußball aus der Luft. Sabitzer kommt aber nicht durch, dagegen Bender. Der natürlich auch stark ist hinten drin. Wir werden gleich, glaube ich, nochmal wechseln. Denn bisher macht Paulsen ja heute, der Doppeltorschütze vom letzten Spiel, nicht viel. Und eventuell können wir da mit Davy Selke nochmal ein bisschen mehr bewegen. Oh, sehr schön, wie Demme sich da den Ball erobert. Spielt jetzt mal in den Rückraum, wollte er zumindest. Aber anscheinend ein faires Tackling da. Hab ich anders gesehen, aber okay. Klostermann aber ganz, ganz stark da außen gegen Erik Durm. Paulsen, viel Platz für Forsberg. Doppelpass. Yusuf Paulsen gerade über ihn gesprochen. Paulsen, 2:1. Wir sind da und wir sind in Führung. Das erste Mal in dieser Partie. Und wieder ist es Paulsen, der trifft. Forsberg bereitet zum zweiten Mal vor. Und der BVB bricht irgendwie ein bisschen ein, wenn wir das mal so sehen im zweiten Durchgang. Erste Halbzeit sehr solide gestanden. Und jetzt ist Paulsen da und macht sein drittes Saisontor. Sehr, sehr schön freigespielt. Da die rechte Seite vom Plätt frei beim BVB. Und dann der Doppelpass. Paulsen ist eiskalt. Perfekt. Wechseln tun wir trotzdem aber nicht. Paulsen geht raus, sondern Sabitzer, mein Lieblingsspieler. Und dafür kommt Oliver Burke rein zu seinem Bundesliga-Debüt. Auf geht's. Oh, Forsberg auf Paulsen. Auflösungserscheinungen beim BVB. Paulsen ist viel schneller als Bender. Yusuf Paulsen abgewehrt. Da ist Werner.
3:1. Wir machen alles platt hier in dieser Liga. Das ist ja unglaublich. Paulsen ist schneller als Bender, viel zu schnell. Bürki kann nur zur Seite abwehren und Werner hat es gerochen und macht das Ding rein. Auch sein zweiter Saisontreffer damit und was für ein Spiel hier. Wir liegen zurück und wir kommen zurück, Freunde. Oh, Götze von Compea, eiskalt abgekocht und wieder läuft die Kontermaschinerie. Diesmal in Form von Marvin Compea in den Lauf, versucht er den Ball zu spielen, aber der kommt nicht an. Oh wei, wenn da mal einer mitgelaufen wäre, jetzt nochmal der BVB, aber den deklassieren wir hier in der zweiten Halbzeit. Die Kadi eingewechselt, da kommt gar nichts. Und wir geben auch unserem Doppelvorlagengeber mal eine Auszeit. Valentino Lazaro kommt für Pierre-Emil Forsberg. Warum Pierre? Warum habe ich Pierre im Kopf? Der heißt Emil, nur Emil. Was ist los mit mir? Und wir sind noch nicht durch, da haben wir mal Lazaro. So, schön in die Mitte mit einem Trick. Und jetzt auf Naby Keita. Keita, verlänger nochmal. Ah, hinter ihm wäre Werner gewesen, da sollte der Ball hin, kommt da leider nicht, das wäre schön gewesen. So, Klostermann kriegt den Ball nicht. Lazaro mit Keita, raus auf Werner, kommt nicht an, aber das Ding dürfte durch sein. Also wir sind zwar in einer Nachspielzeit von 5 Minuten, aber ich glaube nicht, dass der BVB hier nochmal zwingend nach vorne kommt, weil in der zweiten Halbzeit kam von denen wirklich absolut gar nichts. Und damit ist Schluss. Wir gewinnen mit 3:1 auch das zweite Spiel. 2 Spiele in der Bundesliga, beide mit dem gleichen Ergebnis. 6:2 Tore, 6 Punkte. Besser kann es ja fast schon gar nicht losgehen. Doppeltorschütze Werner dazu, trifft Paulsen und Götze und Co. Ja, haben uns vielleicht mit ihrer B11 doch ein bisschen unterschätzt. Richtig geiler Start, wie in Realität für Leipzig. Weiter geht, ab in die Zentrale zurück. Wir sind tatsächlich Tabellenführer der Bundesliga am zweiten Spieltag schon und haben einen neuen Trainingsgast, und zwar Lewicki, und 2 Upgrades bei Selke und Werner. Das ist doch schön. So, und jetzt flattern die Scout-Abschlussberichte rein. Niklas Stark mit einer 75, 5,5 Millionen wert. Und wie gesagt, er hat halt nicht so die Spielmacherqualitäten, die ich mir erhoffe. Und ich hätte ihn zu oft spielen lassen müssen. Und es wäre halt nicht so gewesen, dass er Stammspieler gewesen wäre. Auch wenn ich gerade sehe, er hat nur ein bisschen weniger als Lewicki. Grilic stand dazu, der Kollege ist natürlich ein Spielmacher, aber kann halt defensiv leider Gottes nichts, der hat nur seine Größe, und Geis ist absolut genial, so gesehen, ist aber sehr, sehr langsam und ist auch sehr, sehr teuer, von daher glaube ich, dass wir mit Lewicki schon eine ganz gute Wahl getroffen haben, für die erste Saison zumindest. Und es gibt direkt das nächste interessante Duell gegen den HSV, und zwar auswärts in der Imtech Arena bzw. im Volksparkstadion, Entschuldigung. Hamburg momentan nur Tabellen 16. also ganz, ganz schwach gestartet mit 2 Niederlagen gegen Ingolstadt, die 6. sind, und ich weiß gar nicht, gegen wen sie am zweiten Spieltag gespielt haben. Bayern auch nur im grauen Mittelfeld, genauso wie Schalke, Dortmund immerhin 7. Das sieht nicht so gut aus, aber wir wollen jetzt weiter unsere Primus-Position verteidigen. Dafür müssen wir aber gewinnen mit mindestens 2 Toren gegen den HSV. Machen wir das einfach mal. Auf geht's. So, und da sind wir im altehrwürdigen Volksparkstadion, das Stadion, das noch nie in die zweite Liga abgestiegen ist, gegen einen Verein, der gerade das erste Mal in der Bundesliga ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Paarung auf jeden Fall, und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Der zweite gegen den 16. Der Retortenverein gegen den Retortenverein. Ich bin sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Martinia gibt bei Hamburg sein Debüt, warum weiß ich nicht, vielleicht ist Adler verletzt oder so, aber da schauen wir natürlich gleich mal drauf. Auf die Aufstellung bei uns, da müssen wir nicht drauf schauen, da hat es wieder nur eine Änderung gegeben, und zwar ist Diego Demme für Kaiser in der Startelf, und wir haben auf der Bank anstatt Burke den Kollegen Rashica, wir haben Rashi mitgenommen, und dazu Lewicki für Isanka. Der HSV mit Hamburg mit Martenia, Nilsson, Lindelöf, Spahic, Diegmeier, Scholek, Ekdal, Jung, Müller, Halilovic, Kostic und Ginczek haben sich also, Ginczek auch noch gut vom VfB, und Nilsson, Lindelöf, an dem wir ja interessiert waren, von Benfica, sehr interessant. Unsere Elf, wie gesagt, die kennt er schon. Wir spielen in Blau und Gelb, das gefällt mir natürlich persönlich nicht so gut, aber die Trikots sehen, finde ich, trotzdem cool aus. Wir haben nichts zu verlieren, so gesehen, nur gewinnen können wir, und wir wollen natürlich die gleiche Serie starten wie in Realität. Und dementsprechend gehen wir hier gleich mal sehr forsch in diese Partie rein. Ball auf Paulsen, zweiter Pfosten, Werner, Tobias Werner, Timo Werner ist natürlich. Und Paulsen, oi. Der HSV schwimmt hier schon wieder in der Defensive. Oh, der HSV das erstmal vorm Tor mit Kostic, und ich habe schon gesehen, Werner ist vom Platz gehumpelt, der sitzt außen an der Seitenlinie, seht ihr unten auf dem Radar, auf der linken Seite. Das ist nicht gut, vielleicht müssen wir da gleich schon wechseln. Und weil er sich rausgesetzt hat, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ist natürlich gut für den Titel, gar keine Frage, weil jetzt hat er sich auch noch verletzt, der Werner. Allerdings auf der anderen Seite auch ein bisschen bitter für uns. Jetzt kommt Davy Selke rein. Mal sehen, was der so bewirken kann. Aber erstmal kassieren wir das 0:1, weil Naby Keita einen Pass spielt, der unglaublich schlecht ist.
Wieder Rückstand und ich weiß nicht, wie man so... Oh Mann. Das war... Ich weiß nicht, was da gefehlt hat, aber auf jeden Fall eine Menge Konzentration bei Naby Keita. Nee, war Halstenberg, Entschuldigung. Direkt in den Fuß von Halilovic und Ginczek hat leichtes Spiel. Scheiße. Oh, Klostermann, geile Balleroberung und verlierten dann gleich wieder gegen Matze Ostrzolek. Das darf natürlich wiederum nicht sein. Dicke Freistoßgelegenheit für den HSV über Kostic. Oh, der wird gut kommen. Nee, doch nicht. Geht ordentlich drüber, aber momentan sieht es gar nicht gut aus bei uns. Die Hamburger bisher mit einer ganz, ganz starken Vorstellung hier. Und wir müssen irgendwie mal antworten. Vielleicht ja jetzt direkt hier nach dieser kleinen Sprechsequenz über Forsberg. Jetzt geht Selke rein. Selke, schade, ein bisschen zu wenig Steilheit in diesem Pass. Oh, Paulsen richtig stark da mit der Balleroberung gegen, ich weiß nicht wen, ich glaube Diekmeier war es. Selke zurück auf Paulsen, Yusuf Paulsen die Latte rettet. Aber noch heißt die Szene, Selke versucht. Okay, wir sind wieder dran. Oh, Selke gut im Zusammenspiel mit Sabitzer, nachdem der den Ball erobert hatte. Sabitzer auf der rechten Außenbahn, die Flanke rein und Martenia ist da oder Adler, ich weiß es nicht. Ne, Martenia ist es, aber warum hat er so dunkle Haare? Egal. Oh nee, Halilovic frei vor Wellenreuter, der Pfosten rettet. Da habe ich das 0:2 schon gesehen, ehrlich gesagt. Das war wieder ganz, ganz schwach verteidigt. Was ist denn da heute los? Gut, zugegeben stehe ich auch wieder auf meiner taktischen Grundausrichtung und die ist offensiv und Konter. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr fragwürdig hier in der Anfangsphase. Und jetzt Ekdal mit der Flanke und Klostermann kann klären. Oh, aber wie? Was war das denn? Ganz, ganz schwach. Eieiei. Es braucht einen Pierre-Emil Forsberg-Moment. Der Pass ist ein bisschen weit auf Sabitzer. Aber die Flanke kann er trotzdem reinkriegen. Und zwar richtig, richtig gut. Paulsen ist da. Ah, die Verletzung von Werner hat auf jeden Fall ein bisschen irgendwie... Oh, ein bisschen den Effekt gehabt. Dämme mit der Balleroberung. Sehr, sehr gut. Zweiter Pfosten steht wieder. Paulsen. Oh, gerade so verhindert. Orban mit dem Kopfball nach der Ecke. Also wir sind wirklich dran gerade. Auch nach diesem Pfostenschuss, aber es fehlt noch ein bisschen. Halbzeit im Volksparkstadion. Früh hatten wir die dicke Gelegenheit durch Werner, beziehungsweise durch Paulsen eher. Und dann die Verletzung von Werner, ganz, ganz früh in der Partie. Dann ist der HSV dank Ginczek und vor allem dank Halstenberg hier in Führung gegangen. Wir sind dran, haben Glück gehabt durch den Pfostenschuss von Halilovic. Aber wir können das noch umreißen und das müssen wir versuchen in der zweiten Halbzeit. Auf geht's. Da räumen sie meine defensiven Spieler ab und Wellenreuter pariert. Ah, Wahnsinn, das ist hier richtig schwach teilweise defensiv. So haben wir es bisher noch nicht gesehen in dieser Saison. So, Selke, Konter. Nee, das war Compare, scheiße. Aber Paulsen ganz, ganz stark und dann so ein dummes Tackling. Wie geht das denn? Ah, da lässt er sich irgendwie noch wegpushen, kurz bevor er den Pass raus auf Sabitzer spielen kann. Das war ganz, ganz bitter in der Situation. Naby Keita, Keita abgefälscht schon wieder. Eieiei, die haben auch ein bisschen Glück, die Hamburger jetzt gerade hier. Auch wenn wir natürlich in der Defensive auch einiges an Lack hatten. Die Ecke von Sabitzer auf Halstenberg. Oh Mann. Wir gehen ein bisschen Risiko und es gibt ein zweites Bundesliga-Debüt in der Episode. Milo Rashica kommt rein. Und zwar für Demme. Dafür geht Forsberg auf die 6. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Selke mit der Flanke. Paulsen kommt nicht ran. Ah, langsam muss mal ein Tor fallen hier. Oh, schöner Ball von Forsberg auf Selke. Der hat ganz viel Platz. Im Rückraum steht wieder Forsberg. Warum grätscht er dahin? Ich hasse diese Animation in diesem Spiel, dass die Spieler dahin grätschen. Kein normaler Mensch würde das machen in der Situation. Das wäre nämlich total dämlich. Jetzt hier Müller auf der Außenbahn. Oh, weil, und da setzt sich da eiskalt durch gegen Halstenberg. Paulsen wird geschickt und der ist doch schneller. Der ist doch schneller als die Defensive. Aber Ostrzolek ist da. Ach Mann, wir haben ein Pech hier gerade in den Situationen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Keita mit Forsberg, mit Selke. Jetzt haben wir hier einen Vorteil und wir kriegen den Freistoß immerhin. Selke, jetzt vielleicht die Chance mit Rashica. Rashica zurück in die Mitte, kommt nicht durch, aber hat den Ball noch. Rashica wieder Rückraum, aber das war wieder schlecht gespielt und ich weiß auch gar nicht, was für einen starken Fuß der hat. Mann, das war die dicke Chance und ich vergebe die so dämlich. Ah. Och, Selke, was machst du denn da? Was für ein Scheißschuss. Rashica mit seinem Tempo geht da gut vorbei aus. Nanoscholle geht in die Mitte, das sieht gut aus. Nochmal der Ball auf Selke. Davy, Selke, ah! Selke, nein, was? Wie geht das denn? Selke vergibt die 100%ige in der 90. Du Blindfisch. Wie? Oh, und es ist vorbei. Wir verlieren das erste Mal in der Saison. Ah, durch so ein dummes Gegentor und weil wir unsere Chancen nicht nutzen gegen den HSV. Oh, also wird die Realität zumindest schon mal nicht wiederholt.
Ach, ist das ärgerlich. Verlieren Timo Werner und verlieren das Spiel. Ich bin gerade richtig, richtig sauer, weil Davy Selke diesen Ball nicht reinmacht. Oh. Echt unverdient für Hamburg. Aber was willst du machen? Im Endeffekt passiert das. Kopf hoch, weitermachen. Ach, das wurmt mich halt richtig. Zumal wir halt die Chance hatten, an Köln wieder vorbeizuziehen. Oder zumindest dran zu bleiben. Und jetzt sind die schon 3 Punkte vor uns. Aber gut, wir wollen sowieso nur ins internationale Geschäft. Trotzdem ist das echt... Oh. Werner fällt für 3 Wochen aus, verstauchter Knöchel, auch noch eine ganz, ganz miese Nachricht hier. Und als nächstes gibt's englische Woche gegen Borussia Mönchengladbach, das dann in der nächsten Episode am Mittwoch. Rashica mit einem B, Keita, mit einem C. Ich bin gespannt, wie wir uns da dann präsentieren werden gegen die Borussia. Ich hoffe, euch hat diese Episode trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Momentan sind wir Tabellenvierter in der Bundesliga. Das geht also alles noch klar, noch nichts verloren. Und ich bin gespannt, wie es dann gegen Gladbach läuft. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Checkt die Links in der Beschreibung. Macht es. Und ciao.